schaut mal, wo ich jetzt gelandet bin. Ich habe nämlich gestern den Schlauch dann wieder eingezwickt und ich habe keinen Bock mehr auf selber wechseln. Jetzt wird es eben professionell gemacht. Ich weiß nicht, schreibt mal, wer auch das Problem kennt. Die sind einfach so eng geworden, die Schwalbereifen. Das macht keinen Spaß, aber das Einzige, was mich freut, auch der Fachmann hat ein bisschen Hilfe benutzt. Und von dem her muss ich mich, glaube ich, gar nicht so sehr schämen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es bei uns erstmal auf den Monte Velo. Den seht ihr schon hier. Und dann zu einem der berühmt-berüchtigten Trails. Schauen wir mal, wie es oben ausschaut. Vom Trocken- oder Nasssein her und dann werden wir spontan entscheiden, welcher es wird. Und wenn wir dann noch Lust haben, fahren wir vielleicht noch zum Brione. Genau. Und ich werde es heute auch mal wieder aufzeichnen und dann können wir mal in der App schauen, was wir geleistet haben und wie schlecht oder gut wir waren, weil ich habe ein Trainingsziel unter anderem. Ah ja, stimmt. Der Nico hat sich gestern auch für die Transalp Challenge angemeldet. Challenge, ihr hört es schon, es wird einfach eine harte Nummer. Petra hatte schon wieder Hunger. Ja, diesmal stimmt es aber echt nicht. Aber wurscht, ich wollte nur sagen, drei sind wir noch nicht gekommen. Jetzt gibt es erst noch zweites Frühstück für mich, erstes für den Nico. Ich habe nämlich schon massenweise Kekse gegessen und unser Ziel liegt immer noch da. Ja, ja. Schon dressierte Enten. Mitten am Lidl-Parkplatz. Sie sind zwischen den Autos durchspazieren. So süß. Und au! Geil. Knaller, oder? Es gibt hier halt. Wahnsinn. Oh. Au. Au. Hier geht es jetzt entlang Richtung Akku. Nein, Spaß, das ist der ganz normale Radweg. Aber so leer haben wir ihn selten erwischt. Oh no. Ich glaube, ich habe meinem Kleinen zu oft beim Radfahren zugeschaut. Gute Aussicht, aber im Hintergrund wird fleißig genagelt, wie es ausschaut. Nagel. Ihr Nagel. Das hört sich aber anders an. So, direkt vor uns seht ihr jetzt Arco. Hallo. Die alte Burg. Ja, das ist Nico. Rechts auf Weg. Ist das auch eine alte Burg? Ja, heute bewegen wir, wie ihr gesehen habt, mal wieder die Biobikes. Fühlt sich für mich schon auch immer cool an. Ich mag das irgendwie. Super. Ich wollte nach einer E-Bike-Tour. Ist halt einfach ein bisschen anders. Echt? Ja. Erklär mal, Petra, wie anders ist es denn? Ja. Man Was unterscheidet ein E-Bike von einem Biobike? Ich finde halt, ich halte den Puls Motor niedriger, weil man halt konstanter fährt. Und beim E-Bike sind so Stiche dafür halt voll easy. Oh, was ist denn da für ein schöner Mann voraus? Könnt ihr ihn auch sehen? Ich glaube, mit dem fahre ich heute die Abfahrt. Schaut mal, wie gut man hier den See sieht. Ja, ja, jetzt filmt sie mich wieder, weil ich so umsichtig bin. Passhöhe erreicht. Passo Santa Barbara. Yes. Circa 1100 noch was Höhenmeter. Ja, und 20,7 Kilometer. Das ist eh logisch, weil der Gardasee ist auf 80 Höhenmeter Höhe und jetzt sind wir auf 1170. Boah, bist du ein rauf, runter, läuft. So, jetzt werden die Schoner angezogen und dann geht's ab in den Trail, weil es ist schon hübsch düster. Hier ist der Berg schon weg. Das da oben übrigens Monte Stino. Damit ging es dann auch schon ab auf den Trail. Zuerst geht es noch so ein bisschen rauf, runter, aber dann legt er auch so richtig los. Und es war diesmal um einiges nässer als gedacht. Gestern beim Trail nach Navene, der ist ja ein reiner Schotterhaufen, war irgendwie alles trocken. Und hier hat man dann so richtig gemerkt, dass sich das Erdreich besser vollsaugt. Ja, hätte man eigentlich wissen können. Aber gut, das wäre zu einfach gewesen. Und die Reifen haben sich auch gleich mit relativ viel Schlamm verbunden. Ja, leider. Und dann war es eine einzige Rutschpartie. Mit sowas kommt Nico um Welten besser zurecht wie ich. Das werdet ihr auch gleich sehen. Da musste ich mich ordentlich bemühen, um dran zu bleiben. Einfach die Bremse aufmachen. Weil Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ja, das hätte ich schon auch versucht. Aber bei mir war das einfach eine einzige Rutschpartie. Bei ihm vermutlich auch. Wir haben die gleichen Räder und eigentlich auch die gleichen Reifen. Er fährt sogar mehr Druck wie ich. Es kann nur schlimmer gewesen sein bei ihm. Aber ich habe mich trotzdem mehr angestellt diesmal.
Weil ich bin auch fetter. Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Immerhin ist er ja das Männlein. Ja, hier, da seht ihr schon, boah, sowas hasse ich ja. Und er ist einfach runtergeschmiert, wie wenn es nichts wäre. Unglaublich. Wir haben uns den ganzen Trail runter ganz schön beeilt, weil uns ja die schwarzen Gewitterwolken verfolgt haben und es auch immer wieder schon leicht getröpfelt hat. Und ja, ratet mal, was dann passiert ist. Im Endeffekt war es so, dass es schon stark getröpfelt hat, als wir den Campingplatz erreicht haben. Ich unter die Dusche gefetzt bin, wie wenn es keinen Morgen geben würde, weil ich dachte, dass der totale Platzregen kommen wird und ich nicht mal mehr zum Bus zurückgehen kann. Und dann komme ich aus der Dusche raus. Strahlender Sonnenschein. Was für eine Verarschung. Da war es erst 3 am Nachmittag. Das war echt gemein. Wir hatten nämlich schon überlegt, noch das, das und das zu fahren. Da war ich frisch geduscht, Haare frisch gewaschen und geföhnt und dann sowas. Gibt's doch nicht. Und lasst euch gleich gesagt sein, ich habe dann für die nächsten Tage gelernt, dass ja sowieso kein Gewitter kommen wird. Ja, sollte dann auch anders werden. Dieses Wetter ist einfach unberechenbar. Ganz schön hinterhältig. Wem geht's auch so, dass er immer daneben tippt? Wahnsinn. Und da seht ihr was?
Jawohl, der Nico kann das teilweise auch so richtig schön smooth. Ich meine, ich kann ja auch Hinterrad versetzen, wenn es drauf ankommt, aber irgendwie schaut es bei mir immer so ein bisschen abgehakt aus. Ich bin sehr neidisch. Naja, wir haben uns jetzt schon wieder vorgenommen, endlich mal ein Technikvideo zum Hinterrad versetzen und dergleichen zu machen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal wirklich und vielleicht lerne ich es dann auch noch, das ein bisschen runder zu machen. Weil schaffen wir es das eine, aber ja, stylisch ausschauen, leider auch noch mal ein anderes Paar Schuhe. Shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're my only vice, I'm dependent on you. Oh yeah! Damit waren wir dann auch schon auf den letzten Trailmetern, eben ordentlich gejagt von den schwarzen Wolken. Und von Nago aus sind wir dann einfach die alte Straße runtergefetzt. Das ist auch mega vom Gefühl her, weil man einfach immer so toll auf den See sieht. Und es war ja noch gar nichts los. Aber trotzdem muss man hier natürlich ein bisschen aufpassen, weil auch immer mal wieder Autos aus den Ausfahrten rauskommen können. Naja, so viel dazu. Wir hoffen natürlich, unser Video hat euch wieder gefallen. Es geht noch 3 weitere Tage weiter am Gardasee. Von dem her fleißig einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!